MuseTalk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo zum wöchentlichen Podcast bei MuseTalk. Mein Name ist Benjamin Schwenen. Ich bin heute wieder in Vertretung für Non-Eric hier am Start, der einen Außendreh hat. Und wir haben ein sehr interessantes Thema. Es geht um Quantisierung in der Musikproduktion. Was hat die Quantisierung für Vorteile gebracht? Was hat sie vielleicht für Nachteile? Und dazu habe ich mir eine illustre Runde zusammengestellt und auch einen absoluten MuseTalk-Neuling hier heute am Start, und zwar den Fabian Jung, Betreiber des Brickwork Music Studios in Berlin. Hi Fabian, wie geht's dir? Hi Benny, mir geht's super. Ich bin sehr gespannt. Schön. Und wir haben vom Hofer Thron, vor dem Thron sitzend, den Simon Götz, der sicherlich einiges zum Thema Drum-Quantisierung und Audio-Quantisierung generell erzählen kann aus seiner Praxis und bestimmt auch erzählen kann, was sie da dort den Studenten darüber erzählen und Tipps und Tricks geben. Hallo Simon. Hallo, grüße euch. Schön, wieder dabei zu sein. Schön. Und zu guter Letzt, last but not least, Marc Ziebert aus Hamburg, aus den Edvitune Studios. Im Hintergrund mit seinen schönen Smart-Audio-Lautsprechern. Bin ich da richtig? Oder sind das Barefoot? Ja, bist du richtig, genau. Ja, nee, das sind Smart-Audio, genau. Ja, tolle Teile. Habe ich auch mal gehört beim Carsten Schmelzer in Berlin. Die haben sich, und bei einem anderen noch in Berlin, also trotzdem sie keinen wirklichen Marketing und Vertrieb haben, muss ich sagen, haben die sich ganz gut durchgesetzt. Okay, das Thema ist Quantisierung in der Musik und in der Musikproduktion. Und da müssen wir erstmal definieren, was ist das und was soll das, warum macht man das? Und zwar gab es irgendwie so um 2001 im Pro Tools, glaube ich, zuerst diesen Beat Detective, dieses Tool. Das konnte Audio-Anschläge erkennen, diese Anschläge in sogenannte Slices schneiden, und dann konnte man diese Slices an das Tempo der DAW anpassen, an ein Grid, also an Netz, Rhythmusnetz, und konnte dann jeden Snare-Schlag, jeden Kick, jeden Anschlag auf dieses Grid setzen und dadurch den Schlagzeuger, auch wenn er mal nicht so ganz tight gespielt hat, auf den Cubase oder Pro Tools oder Logic Groove in der DAW quantisieren. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Fabian, aus deiner Erfahrung, ist es Fluch oder Segen? Ich arbeite hauptsächlich ohne Quantisierung und mit Bands, die auch oft nicht nach Klick spielen. Und ich genieße diese Freiheit, von daher gesehen bin ich kein großer Fan davon, aber man kommt doch oft nicht drum rum. Also ich habe auch schon Produktionen gehabt, wo halt ein Schlagzeug auf einem Beat gespielt wurde, wo der Beat aber im Mix später noch drin war. Und da kommt man dann natürlich nicht rum, auch Drums zu quantisieren. Und da macht es für mich auf jeden Fall Sinn. Und ich liebe es zu dem Punkt auch, wenn ich es denn nutzen muss. Genau. Simon, ist das Quantisieren von Schlagzeugspuren oder auch von Instrumentspuren, aber auch von Gesang? Also jetzt reden wir erstmal von dem Rhythmischen. Es gibt ja diese Quantisierung und dann gibt es natürlich noch Autotune, was jetzt keine Quantisierung ist, aber was den Gesang in die richtigen Töne verhilft und quasi das, was Quantisierung auf der rhythmischen Ebene macht, dann auf der tonalen Ebene. Ist das Bestandteil bei Hofer, im Hofer College?
Und wie lernen Sie die Quantisierung und worauf muss man da insbesondere achten? Genau, also gerade im Rahmen der modernen Musikproduktion, ich meine, wenn wir mal zurückgehen in die 70er, 80er, 90er Jahre, da war das natürlich weniger oder noch gar kein Thema. Ne? Da kam es dann auch wirklich drauf an, dass bei der Aufnahme schon nach Möglichkeit sehr gut gespielt wurde. Mittlerweile ist es so, dass man natürlich auch viel tricksen kann. Und klar, auch wir nutzen in unserer Fernschule die Möglichkeiten der modernen Musikproduktion der unterschiedlichen Software-Sequencer, egal ob das jetzt Pro Tools oder Cubase oder Studio One und wie sie alle heißen. Die sind ja alle ähnlich aufgebaut. Es steckt was Ähnliches unter der Haube. Und da spielt natürlich das Thema Quantisieren auch eine gewisse Rolle, gerade wenn es dann um die Rhythmik geht. Also ich denke, bei Vocals muss man mit dem Begriff vielleicht nochmal ein bisschen aufpassen, ob man da auch wirklich quantisieren kann in gewissem Maße. Da ist es dann schon vielleicht eher die Tonhöhenkorrektur und natürlich das Angleichen von zum Beispiel Backing-Vocals im Vergleich zu Lead-Vocals. Aber gerade bei den Drums ist es natürlich so, je nachdem, wie der Drummer auch gespielt hat, wie sieht es mit der Nachbearbeitung aus? Wo muss ich vielleicht nochmal angreifen, dass zum Beispiel Bassdrum und Snare matchen? Ganz stark abhängig, wie immer, von der Stilrichtung, wie der Drummer spielt, weil man ja auch aufpassen muss, dass man jetzt zum Beispiel aus einer Jazz-Performance, die vielleicht von ein bisschen laid back oder on top auch lebt, dass man da kein AC/DC draus macht und die Ghost Notes killt. Ne? Also das hängt wie so oft leider davon ab, aber wir versuchen schon, viele verschiedene Möglichkeiten und Teilbereiche dieser Thematik auch abzudecken. Ja, du nennst gerade AC/DC, wobei ich das Beispiel jetzt nicht so perfekt finde, weil bei AC/DC ist es tatsächlich wohl so, oder es ist so, dass es dann ganz starke Schwankungen gibt zwischen Strophe und Refrain. Da gehen die Beats mal hoch, mal runter. Und da gibt es aber natürlich Bands aus dem modernen Metal-Genre, wo das exzessiv betrieben wird. Und zu den Nachteilen und was es überhaupt auch mit der Wahrnehmung von Musik macht, kommen wir auch später. Aber Marc, du bist ja Pro Tools-User und hast bestimmt Beat Detective auch damals und auch heute verwendet. Und sag mal, wie war dein erstes Gefühl, als das aufkam? Hast du das als eine Wunderwaffe gesehen oder hast du jetzt gemerkt, oha, jetzt geht's bergab mit der Musik? Ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung war das gar nicht, dass der Beat Detective, sag ich mal, jetzt der große Wandel war, wo man mit einmal dann Schlagzeug quantisiert hat. Das würde ich sagen, hat eigentlich viel früher angefangen, als man mit Samplern oder Harddisk-Recording einfach in der Lage war, sauber geschnittene Takte sich halt irgendwie tausendmal wiederholen zu lassen. Also da fing eigentlich, sag ich mal, diese Nagelei halt irgendwie auf ein genaues Grid. Damit fing das an. Und ich sag mal, eine der Kernfunktionen, die ich eigentlich gesehen habe an dem Beat Detective, war eigentlich, dass du auch einen Grid, sag ich mal, aus der Schlagzeugspur erstellen konntest. Und das zum Beispiel auf den Bass, wenn der nicht hundertprozentig tight zum Schlagzeug war, abgeben konntest. Also dass du dann quasi diese Bassspuren halt so ranquantisiert hast, wie das Schlagzeug halt irgendwie arbeitet. Ich meine aber, dass das tatsächlich erst mit dem Elastic Audio ging. Es war ein paar Jahre später als der Beat Detective. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. Aber grundsätzlich finde ich ohnehin, das Thema ist ja halt immer so hysterisiert, finde ich so. Ne? Also es gibt dann eigentlich immer diese zwei Standpunkte. Die einen, die sagen halt irgendwie, natürlich, also Musik muss irgendwie genau sein, deswegen muss alles quantisiert werden. Und die anderen, die sagen, naja, aber das soll eine individuelle Performance sein von einem Musiker und man macht halt das Musikalische viel kaputt. Also nach meiner Vorstellung ist jede Form von Musik irgendwie mathematisch ausrechenbar. Und ich sage mal, auch Rockmusik wird eigentlich nicht dadurch gekillt, dass sie halt genau ist, sondern sie wird nur dann dadurch gekillt, wenn sie halt einfach wie eine Maschine irgendwie durchgemacht wird. Aber ich finde, Quantisieren und Sound wie eine Maschine sind ja doch noch zwei andere Sachen, weil ein wesentliches Element, was halt den Maschinensound von quantisierten Sachen häufig auch ausmacht, ist, wenn der Klang unverändert ist. Also wenn der halt auch von der Anschlagdynamik her
immer hundertprozentig gleich ist und sowas. Also einfach die musikalische Genauigkeit, glaube ich, ist kein Negativkriterium, das man irgendwo so beurteilen sollte. Und wenn man solche Tempowechsel braucht, weil man findet, dass der Refrain ein bisschen schneller sein soll als die Strophe oder sowas, kann man ja auch mit Tempowechseln arbeiten. Das ist ja halt auch innerhalb eines Grids nicht verboten, da Anpassungen zu machen. Genau, du hast da was ganz Schönes gesagt, und zwar das, was jetzt neuerdings möglich ist, ich muss gestehen, ich benutze das auch zu selten, dass man aus einem bestehenden Drum, Groove und aus einem Time-Verhältnis, wie der Schlagzeuger spielt, den Klick extrahieren kann und damit sozusagen die Zeitebene und das dann auf MIDI-Instrumente anwenden, weil man dann doch ja zu einer Produktion, zu einem eingespielten Schlagzeug Software-Synths alignen möchte. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann oft, wenn es so elektronisch-industrial-mäßig wird, bei diesen ganzen Neue Deutsche Härte-Bands, ist das ja auch gewünscht. Da will man quasi den Mensch aus der Gleichung nehmen, vom Sound. Ich fand auch, der Anfang war in den 80er Jahren, als die Drum Machines anfingen und diese Ästhetik sich auf das Schlagzeugspiel übertragen hat. Ich denke da jetzt mal an Dave Weckl und die Electric Band. Das war so ein Schlagzeuger, der hatte dieses Swingende und Pulsierende gar nicht so, sondern der hat wirklich unglaublich auf dem Klick genagelt und hat da quasi so einen neuen Style auch in Konkurrenz zu den Drumcomputern, die ja parallel mitliefen, entwickelt. Und dadurch wurde das Schlagzeugspiel auch schon mal viel, viel tighter. Fabian, wo liegt denn die Gefahr, wenn man das Schlagzeugspiel komplett auf das Grid zieht? Also was ist denn der Nachteil aus deiner Sicht? Tja, es muss ja nicht unbedingt immer ein Nachteil sein. Wenn man jetzt Produktion fährt wie Nickelback und so weiter, dann macht es Sinn, weil es, ich finde, wenn es halt drauf genagelt ist, dann wirkt es schon immer poppiger. Also man spricht damit mehr Publikum an. Aber es geht halt was verloren. Das Typ Mensch, also zum Beispiel, wenn ich einen Popsong nehme und habe einen programmierten Beat dabei, setze jetzt noch ein live gespieltes Schlagzeug mit rein, allerdings jetzt nicht als Schlagzeug, wie man das kennt, mit einem Viervierteltakt und Whitebacken Hi-Hat, sondern halt wirklich nur Kick, Snare, und gehe dann aber her und setze Tom-Parts rein, nachträglich, die ich in dieses Gefüge reinbringe, da finde ich es dann schon wieder für mich gefährlich, das dann zu quantisieren, weil es braucht halt diesen Typ Mensch mit drin, der das Ganze für mich dann irgendwie in eine schönere Form bringt. Ja, das stimmt. Und genau diese Zwischentöne oder ein gut groovender Schlagzeuger, der weiß, dass er zum Beispiel die Snare immer etwas weiter hinter spielt. Und das macht ja dann den Groove aus, ne? Und auch wie der Schlagzeuger spielt oder solche In-Between-Geschichten. Und die gehen durchs Quantisieren dann verloren. Und wenn man dann noch, wie Marc richtig sagte, diesen komplett auf dem Grid befindliches Schlagzeug, wenn man dann noch Trigger-Sounds einsetzt und am besten statische Trigger, also die eine Anschlagslautstärke hat, hat man im Grunde ein programmiertes Schlagzeug mit dem Vorteil von dynamischer klingenden Becken, die man schwer programmieren kann, nach wie vor. Simon, wie geht ihr da vor? Mittlerweile haben die DAWs ja die Möglichkeit, einen kompletten Song von den Drums zu erkennen. Ich denke bei mir an Cubase, da macht man die Gruppenbearbeitung an, macht die Hitpoints klar in Drum, in Kick und Snare und den Toms und macht dann mit einer Priorisierung, wonach er jetzt das Schlagzeug ausrichten muss, und dann sind das zwei Knopfdrücke und dann ist das Schlagzeug auf dem Grid. Sollte man so vorgehen oder geht ja auch, sagst du eher, man sollte auf Parts gucken? Ja, also ich würde
ich persönlich jetzt für meinen Fall, auch jetzt für Cubase sprechend, mir das Große und Ganze immer im Blick behalten, weil da, wo ich vielleicht nichts machen muss, da muss ich ja dann auch wirklich nichts tun. Und da, wo es vielleicht wirklich ein bisschen holpriger klingt, schauen, okay, wie passt es denn auch mit dem Beckenausklang oder wenn jetzt hier ein Tom-Fill kommt, ne? So wie der Fabian gemeint hat, dass wenn da wirklich mal ein charismatisches Fill-In kommt, das vielleicht laid-back ein bisschen cooler klingt, als wenn das jetzt genau auf das Raster, genau auf den Grid quantisiert ist, dass so ein bisschen dieses Feeling auch verloren geht. Und da muss man halt einfach schauen, ich würde jetzt nicht global sagen, dass man immer quantisieren muss und das wollen wir auch so gar nicht vermitteln, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Tool, um auf einen Nenner zu kommen, dass die rhythmische Fraktion einfach funktioniert, innerhalb jetzt für die Pop-Rock-Musik sprechend in dem Band-Kontext. Und wenn man dann natürlich irgendwie noch zusätzliche Samples hat, klar, mit einer statischen Anschlagstärke klingt halt jeder Schlag dann irgendwo auch gleich, kann Vorteile, kann Nachteile haben, hängt viel zu stark von der Musikrichtung ab. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie so eine, ja, eine moderne Metal-Produktion aus dem Chant-Bereich oder aus dem Core- oder Death-Metal-Bereich habe, da ist es ja schon irgendwie so, dass gerade Bassdrum und Snare wie so eine Nähmaschine klingen, ne? Das ist ja eigentlich ein Geratter, das sich so das Gleiche sucht. Also jetzt nicht ausschließlich, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber da ist ja dieses lebendige Feel weniger jetzt gewünscht, als dass es einfach wirklich um Präzision geht, ne? Und also es hängt sehr stark von der Stilrichtung ab. Ja, da gibt's verschiedene Meinungen. Ich habe diese Metal-Szene ja extrem verfolgt und da ist es tatsächlich so, dass es viele Leserbriefe dann in den Magazinen gab, die gesagt haben, der Rock ist tot oder der Metal ist raus, weil alles klingt nur noch gleich. Also es gibt dann so ein paar Produzenten wie Andy Sneap zum Beispiel, der so einen speziellen Sound hat und da sagt man dann auch, wenn man zu Andy Sneap geht, kommt dann das Gleiche raus, da kommen dann die gleichen Drum-Samples, die gleichen Gitarren-Amps, Amp-Sounds, Reamping und es klingt dann wirklich also fett im ersten Moment, aber dann doch total leblos und dann gab es im Metal-Bereich gibt es jetzt immer noch die zwei Lager, die extrem überproduzierten, total auf dem Grid seienden Produktionen und dann so eine Led Zeppelin-ähnliche Reunion von Bands, wo wirklich alles mumpfig klingt, die wirklich versuchen, so möglichst alles lebendig zu halten. Und genau beim Black und Death Metal ist es wirklich so, wenn man dann ein Sample nimmt von einem hart angeschlagenen Snare und die spielen ja immer extrem schnell, also gerade diese Blastbeats, und wenn du das live ein Schlagzeuger spielen hörst, der kann natürlich die Snare nicht laut spielen. Das Sample, was genommen wird, ist dann aber ein extremer Rimshot. Und das klingt dann total affig, weil und die Kids denken, so muss das klingen und sind dann live enttäuscht und die Bands machen dann das, dass sie dann Live-Trigger benutzen, damit es dann wieder so klingt. Also die haben sich sozusagen haben das menschliche Element da rausgenommen und müssen sich jetzt an diesen Produktionstricks orientieren. Marc, wie oft setzt du Quantisierung denn ein oder programmierst du eh alles elektronisch? Kommt das bei dir vor? Und wenn ja, was sind da die Tricks, damit es lebendig bleibt? Ich bin ja ursprünglich eigentlich Drummer und deswegen, also ich habe ein kleines Elektronik-Drumset hier in meinem anderen Studioraum stehen, weil ich tatsächlich selber sozusagen light geprüft bin. Ich kenne das noch von früher, als es nur Bandmaschinen gab, also vorm Harddisk-Recording. Schön auf dem Klick spielen als Schlagzeuger, das war immer schon, war die Hose schon immer so mal leicht feucht, wenn man dann halt den dritten Take auch schon wieder versemmelt hatte und man immer nur eigentlich Platz für einmal, für einen Take auf der Bandmaschine hatte und nicht zwei nebeneinander existieren lassen konnte. Also für mich ist, also meine Konzeption ist eigentlich mittlerweile eine ganz andere. Also wenn es um Musik geht, wo es letztendlich sehr genau sein soll, ist aber eben halt auch um ein Schlagzeug geht, das irgendwie wie ein natürliches Schlagzeug klingt, dann spiele ich das halt irgendwie auf meinem elektronischen Drumset, benutze Samples von Addictive Drums oder BFD und schiebe mir sozusagen die Sachen einfach so hin. Also es wird halt nachher wirklich gruppenweise
als Audio rausgebounced, also dass ich halt in Pro Tools nachher in der Mischung wirklich die Elemente alle für sich separat habe. Ich habe die Kick, ich habe die Snare und ich habe die Hi-Hat und ich kann dann eben halt einfach auch das, was du mit einem live aufgenommenen Schlagzeug wegen der ganzen Übersprechung und sowas gar nicht machen kannst, ich kann die Sachen so schieben, wie ich sie hören möchte. Und ich kann sie auch nach vorne oder nach hinten verschieben, ohne, also das, ich sag mal, das Feeling ein bisschen verändern, ohne dass, dass ich da irgendwie in Phasenprobleme komme und sowas. Also da habe ich mich seit langem eigentlich drauf eingeschossen. Und ich verstehe bei, sagen wir mal, bei Musik, die eben halt einfach sehr genau und sehr gerade klingen soll, auch wie diese Metal-Produktion, von denen du eben gesprochen hast, auch gar nicht so richtig den Sinn, warum man da überhaupt noch ein reales Akustik-Drum-Set aufnimmt, weil das, was das Akustik-Drum-Set besser kann als elektronische Drums, kommt da ja gar nicht zur Geltung, wenn man nachher sowieso Samples drüber knallt. Du hast recht. Wir müssen mal kurz und wollen mal kurz den Werbepartner einblenden, der in diesem Fall Hofer ist, die sehr schöne Plugins am Start haben. Also Mats ab! Hofer Plugins sind Audio-Tools mit einzigartigen Funktionen, die Mischen und Mastern viel einfacher machen. Intelligente EQs, Dynamics, Reverbs, das modulare Hofer System und Analyzer lassen dich deine Klangvisionen auf höchstem Niveau realisieren. Und mit den Brenn- und Mastering-Programmen von Hofer machst du bei der Veröffentlichung alles richtig. Wenn du deine Audioprojekte besser, schneller und mit mehr Spaß ans Ziel bringen willst, dann bist du bei Hofer Plugins genau richtig. Super. Simon, welche Fallen gibt es beim Quantisieren vom Schlagzeug? Was sind da die Probleme, die auftreten können, wenn man damit ungeübt ist? Erzähl mal aus deiner Erfahrung oder aus der Erfahrung mit den Schülern. Ja, also das geht auch schon so ein bisschen in, ich würde mal sagen, das Drum-Programming zum Teil rein, weil das Thema MIDI ja auch eine gewisse Rolle spielt. Da neigt man ja oft dazu, dass man sehr statisch und steril programmiert. Selbst wenn man richtig gute Samples hat, dass halt wirklich alles genau auf dem Grid ist, spricht ja im Prinzip auch nicht unbedingt gleich mal was dagegen. Aber wenn es ein bisschen lebendiger sein soll, kann man ja mit einer Humanize oder dem Swing-Parameter noch ein bisschen Leben reinhauchen. Aber wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte, mit Jazz und AC/DC, also wenn man jetzt einen sehr funkigen, souligen, jazzigen Song hat, der auch so ein bisschen von diesem Laid-Back und On-Top und natürlich den Ghost-Notes lebt, dann muss man da schon ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt bei irgendwie Rolls, Rudiments und so weiter auf der Snare, dass da einfach dieses Feeling noch erhalten bleibt. Also so ganze Snare- und Bass-Drum-Schläge sind dann natürlich weniger problematisch als so der Groove im Gesamten. Oder wie wir es vorhin von diesem Tom-Fill hatten, was ja der Fabian erwähnt hatte, dass man da einfach diesen roten Faden, den der Drummer eigentlich auf natürlicher Basis vielleicht schon hat, wenn man da mal an die großen Vorbilder denkt, ne, Jeff Porcaro, Stuart Copeland und wie sie alle heißen, die waren ja nicht umsonst somit die besten Studiomusiker eigentlich der großen Zeit, der 70er, 80er. Und dass man da einfach diese künstlerische Vision und diese Interpretation als Ganzes beisammenlässt. Und es ist jetzt natürlich hochgegriffen, aber im Großen und Ganzen sollte man einfach, denke ich, den Song immer im Gesamten im Blick behalten, ob es tatsächlich immer quantisiert werden muss. Manchmal kommt man nicht drum rum, je nachdem, wie die Performance auch ist, wenn man jetzt einen Drummer aufgenommen hat. Wenn man programmiert, hat man generell ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil man es ja von null auf entstehen lassen kann und nicht abhängig ist von einer Performance, die vielleicht schon mal stattgefunden hat. Aber hier neigt man halt doch oft dazu, sich sehr einfach zu machen. Und da mit den heutigen Samples und Möglichkeiten und was es so an Automatismen gibt, ist wirklich schon sehr, sehr viel möglich. Aber man sollte die Musik als Großes und Ganzes einfach so ein bisschen im Blick behalten. Ne? Wir haben es jetzt vorhin von dem Death-Metal-Genre oder Djent oder wirklich so extremen Stilrichtungen des Heavy-Metals, ob es da überhaupt noch Sinn macht, Akustik-Drums in irgendeiner Form aufzunehmen. Ich denke, es kommt dann schon noch so ein bisschen drauf an, wer da tatsächlich spielt, was es für eine Band ist. Ich denke auch, dass teilweise durch jetzt Künstler wie oder auch Produzenten wie Steven Wilson,
der ja wirklich auch sich immer so ein bisschen wandelt von Album zu Album, aber dennoch einen recht natürlichen Sound auch verfolgt, der trotzdem sehr genau eingespielt ist, aber auch noch ein bisschen Platz und Dynamik lässt. Und wie man weiß, mastert er ja auch nie wirklich laut, weil er einfach denkt, die Musik muss ja klingen, die steht im Vordergrund. Und das ist halt dann schon irgendwie so ein bisschen das Tolle dran, dass es doch nicht so ganz ausstirbt, wenn man jetzt sagt, ja, die Rockmusik ist tot, klingt ja alles gleich. Klar, Andy Sneap und wie sie alle heißen, die haben natürlich ihren Sound. Manche wollen das ja auch entsprechend. Manche andere entfernen sich dann eher wieder davon. Also ich denke, tot ist nie so wirklich was. Ne? Ja, das stimmt. Fabian, Künstler nach Hause schicken zum Üben oder doch quantisieren? Was ist deine Devise? Eine gute Frage. Ich möchte auch auf einen kleinen Punkt eingehen, den du vorhin sagtest. Und zwar sagst du, die Kids denken, das klingt dann so, sind auf dem Konzert und enttäuscht. Wo kann das aber hinführen? Ich hatte eine Band im Studio gehabt, die spielen sehr viel tricky Zeug, also die kamen wirklich mit einem Sack voll Synkopen zu mir ins Studio und in jedem Song waren mindestens 5-6 Tempi-Wechsel drin gewesen. Und beim Recorden des Drummers stellte ich irgendwann fest, eigentlich kann der das gar nicht spielen. Wir haben dann wirklich Parts für Parts aufgenommen und die sagten dann immer, ja, das wird später quantisiert, damit es so klingt, wie unsere Fans das kennen. Und das birgt ja aber auch eine große Gefahr. Ne? Ja, das ist schon sehr extrem. Also wenn die Band quasi das überhaupt nicht kann eigentlich. Und das ist ja noch die andere Seite der Medaille, dass durch diese Tools, also Schlagzeug wird quantisiert, dann werden irgendwelche Stephen Slade Trigger drauf gemacht, die in riesen amerikanischen Studios aufgenommen wurden, wo die Snare total groß klingt. Die Gitarren werden reamped mit irgendwelchen Impulse Responses, die in großen Studios von Superproduzenten gemacht wurden. Und dann kommt der Sänger, der kann nicht singen, der wird dann hingeschoben. Und am Ende kann man ja aus einer wirklich schlechten Band ein ziemlich gutes Produkt machen. Ach Quatsch. Das geht, ach, wenn Quatsch. Die Künstler gut nach draußen gehen und man spielt selber nochmal neu ein. Ja, alles schon, ja, dann alles vielleicht, schon passiert, genau. Aber nein, eigentlich das ist ja im Grunde genommen, dass diese ganzen Maßnahmen, von denen wir sprechen, das ist ja sozusagen Photoshop für Audio. Und ja, das ist genauso wie bei Photoshop auch. Du musst wissen, was das richtige Maß ist und du musst das halt, das ist halt auch für jede musikalische Stilistik anders. Es gibt ja mittlerweile auch genug Musikstile, bei denen ist es halt en vogue, dass man also diese Autotune eigentlichen Autotune-Artefakte, dass man die unbedingt hören will, dass man es toll findet als Effekt in der Musik. Seitdem können jetzt viele Rapper singen, Marc. Ne? Vor fünf Jahren hat noch kein Rapper gesungen. Jetzt können die plötzlich alle singen. Können alle ins Autotune reinsingen. Danke. Aber auch da gibt es ja eben halt, genau, es gibt halt einfach für alle diese Sachen gibt es. Ich finde, das sind ja nur Hilfsmittel. Und wie doll du dich dieser Hilfsmittel bedienst, ob du halt irgendwie alles hart auf 16 quantisierst oder ob du halt sagst, ich nehme nur ein paar Schläge, die halt wirklich zu weit off sind von der Hauptzählzeit. Und was du mit den Ghost Notes machst, die vielleicht irgendwo dazwischen liegen oder so, das musst du halt einfach künstlerisch entscheiden. Und ich finde, der Vorteil ist, wenn du dir, sag mal, so ein Raster als Basis nimmst, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es geht ja auch darum, wie will ich denn eigentlich so einen Song gerade produzieren? Also bin ich jetzt quasi nur der Toningenieur und nehme eine Band auf, die sich irgendwie schon alle Gedanken gemacht haben, wie ihre Produktion klingen soll, und ich soll das sozusagen nur noch auf Band aufnehmen? Oder bin ich halt auch der Produzent, der auch noch kreativ in den Prozess eingreift und vielleicht auch nochmal das ganze Arrangement umwirft und vielleicht halt auch Vocals nochmal rüber kopieren will oder vielleicht auch Schlagzeugelemente rüber kopieren will an andere Stellen, als sie eigentlich mal aufgenommen worden sind. Weil wenn man so arbeiten will, also noch so viel kreative Freiheit haben will, dann kommt man ohne Klick und eine möglichst halbwegs auf einem Grid liegende Produktion gar nicht drum herum. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich kann da von Tanzhut erzählen. Wobei von der. Ja, Fabian?
Ganz kurz, wobei ich finde halt, wenn man als Produzent tätig ist und die Beziehung zwischen dem Künstler und dem Produzenten sehr gut ist, also ist immer eine große Hilfe. Es gibt natürlich auch Drummer, die zu mir ins Studio kommen, die halt nicht wirklich gut sind und wo man Probleme hat, auch mit dem Quantisieren später. Nimmt man sich aber die Zeit und wenn ein gutes Verhältnis da ist und der Künstler sich wohlfühlt, hole ich mehr aus ihm raus und muss vielleicht später gar nicht so viel quantisieren. Ja, also das sagte der Warren Hunt, heißt der, glaube ich, von Produce Like a Pro. Dem wurde die gleiche Frage gestellt, quantisieren oder nochmal üben lassen. Und er sagte, es ist als Produzent verdammt nochmal deine Aufgabe, die Band so gut klingen zu lassen, wie sie kann. Und er hat sich total dagegen ausgesprochen. Da ging es auch darum, andere einspielen zu lassen. Also so nach dem Motto, ja, danke, wir sind fertig. Und was bei vielen Bands schon passiert, und so, die gehen aus dem Studio und da wird nur noch der Main-Gesang belassen. Also das ist halt leider oft passiert. Andere wiederum, zum Beispiel Michael Jackson mit Quincy Jones. Quincy Jones wusste ganz genau, wen er anrufen muss. Der hat dann J.R. Ja. Robinson für die Schlagzeuge angerufen. Der hat Greg Fillinganes für die Toto. Keyboards angerufen. Toto, die absoluten Chefs, wenn er ein Gitarrensolo brauchte, um die weiße Mittelschicht anzusprechen, hat er für Beatet dann Van Halen reingeholt. Das sind Luxusprobleme. Also das ist jemand, der natürlich Budget hat. Das Problem mit dem, was dieser Warren Hunt ja gesagt hat, ist ja auch eine Budgetfrage, weil wenn eine Band zu mir kommt, sagt, in zwei Wochen müssen wir uns TC pressen, mach mal den Mix und du kriegst da wirklich sprichwörtlich den Kartoffelsack die Kellertreppe runtergeworfen als Schlagzeugspur. Und da muss man dann manchmal wirklich sagen, okay, dann muss ich halt wirklich gucken, wie ich das wieder zusammenbastel. Und dann wird man für die Arbeit nachher gelobt, aber im Endeffekt klingt es nicht mehr so wie die Band. Ich wollte kurz erzählen, wie ich das mit Tanzwut gemacht habe. Also da ist auch vieles auf dem Grid, weil da elektronische Sounds mitlaufen oder wir haben die Gitarren schon vor dem Drum Recording teilweise aufgenommen. Und ich habe dann aber das Schlagzeug stellenweise quantisiert und habe mir die Trigger-Sounds aus den Original-Sounds des Schlagzeugs genommen. Das habe ich übrigens bei Fabian im Studio aufgenommen. Da haben wir dann Snare, Tom, Kick uns aufgenommen. Dann habe ich aus den Raumspuren, den Overhead-Spuren, Snare oben, unten, habe ich mir meine Samples gebaut, sodass der Schlagzeuger dann immerhin sagen kann, ja, wenn diese lauten Snare-Anschläge kommen, das ist auch meine Snare. Und das ist jetzt eine Geschichte, die gar nicht so aufwendig ist, die aber dazu führt, dass der Schlagzeuger am Ende sagt, ja, stimmt, das bin ich und das klingt auch wie ich. Simon, wie gehst du mit Triggering um? Das ist ja das nächste Thema. Also Ersetzen von Originalanschlägen. Warum macht man das überhaupt? Also da bin ich auch voll und ganz bei dir. Ich mache das bei meinen Produktionen in der Regel auch so. Erstens wächst dadurch meine Library, je nachdem, was für ein Kit und für einen Drummer ich dann da habe oder wenn ich selber bin, je nachdem. Ich versuche mich ja auch ein bisschen an den Drums. Aber ich mache das generell so. Die Hofer-Sampling-CD raus. Die Hofer-Drum-Sampling-CD. Wäre doch mal was. Ne? Haben wir teilweise schon gemacht. Also wir haben schon das eine oder andere Instrument tatsächlich abgesampelt und dann für einen Kontakt oder halt über unseren Online-Campus dann so Sachen zur Verfügung gestellt. Also ein bisschen Content gibt es da schon, aber um beim Thema zu bleiben, also ich mache das gerne auch so, gerade bei zumindest bei der Snare, dass ich für Top, Bottom, Overheads und vielleicht noch die Räume dann da ganz gute Samples habe. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein klassisches Hardrock-Arrangement hat, und der Drummer aber mit Rimshots Probleme hat, ne, dass einfach so ein bisschen diese knackigen Transenten und Obertöne fehlen, dass man ein paar Rimshots samplet, dass man da einfach auf Nummer sicher gehen kann und später dann für laute Passagen, wo das einfach gewünscht ist, wo er es nicht so gut hinbekommen hat, dass man da nicht rumschneiden muss, sondern dass man da halt auch wirklich dann über ein Triggering tatsächlich
Also, dass man die Snare-Spur nochmal triggert, in MIDI wandelt und dann entsprechend mit seinem Sampler, den man sich zurechtgebaut hat. Das geht ja mittlerweile alles entspannt. Ne? Hat man Superior Drummer 3 oder eine eigens dafür ausgelegte Software, dass man da die WAX-Samples austauschen kann und mit den eigenen Samples mischen kann und dadurch dann doch zu einem recht guten Ergebnis kommt. Ne? Also so ähnlich war es jetzt bei der Tanzwut-Produktion auch, schätze ich mal. Und aber das ist eine Variante, wie man da rangehen kann. Immer halt auch in Absprache mit den Musikern, dass das so in etwa passt. Aber da einfach ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, ist mit Sicherheit kein Fehler. Der Mixer Andy Wallace, bekannt für so recht unbekannte Alben wie Nirvana Nevermind oder Sepultura Roots oder diverse Limp Bizkit Alben, die ich zu den besten modernen Rockproduktionen zähle, die es gibt, der steht halt auch überhaupt nicht auf diese extrem künstlich klingenden Drums. Der triggert aber macht es anders. Der nimmt den Original-Snare-Sound und meistens neigt man ja dazu, die Snare dann höhenreicher zu gestalten, weil sie sich nicht durchsetzt. Dann hat man die ganzen Becken drauf. Und ja, er macht dann einfach den, genau, er macht dann einfach die Snare fett und holt sich natürlich ein bisschen was durch den Teppich rein und legt dann aber ein Sample drauf und das muss keine Snare sein, sondern das kann, wie man es früher in den 80ern gemacht haben, sein, ein Tambourin oder irgendein hochfrequentes Geräusch oder ein Pistolenschuss und das legt er über die Snare und dadurch moduliert die Snare jedes Mal, weil sie anders angeschlagen wird, hat aber immer trotzdem so ein Element, was so einen Tack macht und kriegt dadurch die Snare knackig und trotzdem natürlich. Das ist, glaube ich, auch ein gangbarer Weg. Simon, habt ihr schon mal oder hast du Erfahrung mit den Drum, erst die Drumkessel aufnehmen und danach den Schlagzeuger Hi-Hat und Becken spielen lassen? Habt ihr sowas mal gemacht? Habe ich teilweise schon gemacht, vor allem in Passagen, wo es jetzt vielleicht um eine etwas schnellere Double Bass oder arrhythmische Figur ging, wo man gemerkt hat, okay, in dem Augenblick oder in der kurzer Zeit ist der Drummer vielleicht eher ein bisschen überfordert, dass man sich da halt auch die Option offen hält, dass man auf jeden Fall das, was er einigermaßen gut hinbekommt, also gerade mal die Becken, vielleicht noch den ein oder anderen Anschlag, dass man die schon mal als Grundfigur hat und dass man die Bassdrum dann noch nachträglich, wenn man sie getriggert hat oder die Figur auch einzeln eingespielt hat, die man dann entsprechend noch bearbeitet, dass man die dann drunter legen und dann wieder verheiraten kann, dass das dann passt. Aber ja, das ist wirklich, einige machen das ja, dass sie das getrennt machen, also die Overheads und die Becken und so weiter getrennt zu den Kesseln, dass man da halt wenig oder gar kein Bleeding hat. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand, das dann letztendlich wieder zusammenzufügen, weil da muss es ja dann auch wieder exakt sein. Und letztendlich, wenn man alles so spielt, wie man es probt, wie man es kennt, ist man eher noch im Flow drin, als wenn man es jetzt halt steril nacheinander einzeln aufnimmt. Ist, denke ich, so ein bisschen wie Live-Recording von einer Band im Vergleich zum Overdub-Verfahren. Beim Live-Recording ist die Band vielleicht nicht ganz so tight und schwankt ein bisschen, aber sie hat halt eine deutlich bessere Performance, weil es als Einheit performt, wie sie ihre Songs auch kennt, vielleicht auf der Bühne präsentiert und vor allem, wie sie im Proberaum das Ganze spielen würde. Und nacheinander ist man halt eher so ein bisschen isoliert, gerade wenn es dann so um Pilotspuren geht. Ja, man hat mal so ein paar Guide-Tracks aufgenommen, jetzt kommen nacheinander halt die Overdubs, man fängt mit den Drums an, da kommt der Bass. Da hat man ja noch keine wirkliche Grundlage. Ne? Also, kann Fluch und Segen sein. Das würde ich tatsächlich situationsabhängig machen und auch so ein bisschen dem Schlagzeuger die Wahl lassen, weil ganz wichtig, wie der Fabian auch gesagt hat, die Beziehung zum Künstler, also zwischen Produzent und Künstler, sollte halt schon funktionieren, dass man auch Vorschläge bringen kann, dass man auch Kompromisse eingeht und wie jetzt der Warren Hunt sagt, dass man ja die Band zum Klingen bringen muss als Produzent, so auf dem Niveau, wie sie halt auch steht und was sie kann. Und das sollte, denke ich, schon an erster Stelle stehen, dass man einfach realistisch an die Sache rangeht, auch mal kritisch an die Sache rangeht, aber halt trotzdem, ja, jetzt nicht ständig auf 150%, als nur auf 100% das Ganze versucht umzusetzen. Fabian, wie machst du das denn?
du sagst, du machst wenig Quantisierung. Wie viele Takes kommen da zustande, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie machst du das mit dem Übersprechen der Kick und Snare? Weil um so eine Rocksnare durchsetzungsfähig zu gestalten, muss sie schon einiges an Höhen haben und dann hat man viel Hi-Hat drin, viel Overhead. Was sind da deine Tricks oder wie gehst du da vor? Das hängt natürlich total von der Produktion ab, welche Genre das ist und natürlich auch vom Schlagzeuger. Du warst ja selbst bei dem Drum Recording von Tanzwut, haben wir bei 3 Songs 3 Takes gemacht, bei allen anderen Songs 2 One-Takes. Das ist natürlich ein Traum, den hat man selten, sehr selten. Es funktioniert, ne? Also je nachdem, wenn du jetzt hergehst und hast eine Produktion, die sehr frei sein soll, dann gestaltet sich das wesentlich einfacher, als wenn es halt eine durchgestylte Produktion sein soll, wie jetzt zum Beispiel bei Tanzwut oder in einem New Walk-Bereich. Wie trenne ich das? Ich verwende in meinen Produktionen auch Trigger. Ich versuche Quantisieren zu vermeiden, aber wir waren ja gerade schon mal bei Triggern. Ich verwende auch Trigger-Signale und die helfen mir natürlich sehr, eine Snare auch durchzusetzen. Und was du gerade ansprachst, dass man halt auch Sounds hinzufügt, die nicht unbedingt von der Snare sind. Ich habe das mal probiert, das ist gar nicht so einfach. Und letzten Endes blieb es dann dabei, dass ich einen Zollstock genommen habe und den zusammenklappen habe lassen. Also man zieht den so auseinander, macht es klapp. Und dadurch hat man dann so 4-5 kleine Klacks, die aber sehr kurz hintereinander folgen. Und das habe ich bei Kafka in der Produktion immer auf die Snare gesetzt in dem ersten Album. Und hat tatsächlich sehr geholfen, hat aber sehr viel Zeit gebraucht, sich da rein zu und so solche Tricks auch mal auszuprobieren. Ne? Aber, ja. Aber das ist ja gerade das Tolle, wenn man, oder das waren ja so Tricks, oder das ist ja ein toller Trick, und das haben ja verschiedene Studios damals, hat jeder so seine Tricks gehabt, wie man sowas macht, oder halt auch Tools. Und die Gefahr ist ja mit dem Triggering, ähnlich wie mit dem Quantisieren, dass der Drummer und oder dann auch der Sound des Studios und des Produzenten an Individualität verliert, weil alle auf die gleichen Samples zugreifen. Und dann ist eigentlich so eine Herangehensweise mit diesem Zollstock eigentlich total, total cool, dass man mal guckt, was passiert dann. Und vielleicht kriegt man dann auch einen Sound, in der dann doch ein bisschen anders ist, als andere das machen. Das kann man aber auch ins Extreme führen. Ich habe das mal bei einem Drum Loop versucht zu verdeutlichen. Und zwar hatte ich ein Piano hinter dem Klavier, hinter dem Schlagzeug stehen. Und dann habe ich Drums gespielt, einen ganz einfachen Beat, und habe einmal einen künstlichen Faltungshall draufgelegt, nachher im Mix. Und einmal habe ich halt im Klavier hinter mir ein Mikro reingelegt und das halt zu dem Drums dazu gemischt. Das ist unglaublich geil. Benny, wenn du mal Bock hast, ich hätte da noch so eine Idee, mal einen Song zu schreiben, wo man die Drums genauso aufnimmt und immer wenn die Akkorde wechseln, müsste man halt bei dem Klavier sämtliche nicht passenden Töne abkleben. Könnte auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig sein. Ich schick dir das mal. Hört sich gut an. Hört sich echt gut an. Haben wir auch mal gemacht mit so einem offenen Klavier. Oder auch bei System of a Down habe ich gehört, dass sie bei den Gitarrenaufnahmen sämtliche Gitarren, die im Raum waren, auch akustische Gitarren, drin gelassen haben und die mit einem Raummikro noch abgenommen haben. Und da hatten die Resonanzen, die die laute Gitarre dann verursacht hat, hat dann noch so eine Art Nachhall gebracht, der total abgefahren war. Marc, du hast ja langjährige... Bitte? Die haben da die Gitarren auch speziell dafür gestimmt, die an den Wänden hingen. Die waren halt direkt immer auf einem Akkord. Ja. Marc, kennst du da irgendwelche Spezialtricks, wie die offene Klotür oder Studioflurtür, um langweilig klingende Schlagzeugsounds vielleicht noch ein bisschen Leben einzuhauchen?
Ich bin da ja ein bisschen radikaler. Also ich sag mal, ihr habt jetzt ja alle diese ganzen, ich sag mal, diese konventionellen Methoden halt angeführt. Ich vertrete ja so ein bisschen auch die These, dass eigentlich die grundsätzliche Art und Weise, mit einem multimikrofonierten Schlagzeug zu arbeiten, eigentlich schon, ich sag mal, das erste Problem überhaupt ist. Weil, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, wenn du quantisieren willst, kannst du natürlich niemals nur in einem einzigen Mikrofon halt irgendwie einen Schlag versetzen oder so, weil du natürlich sofort die Phasenbeziehung der Spuren zueinander versaust. Du musst also immer irgendwie das Ganze gruppiert haben und es wird halt die gesamte Gruppe, also das gesamte Schlagzeug dann halt irgendwie versetzt. Also grundsätzlich ist diese Idee des multimikrofonierten Schlagzeugs für mich schon, ich sag mal, ja, es ist so eine Hilfslösung, weil man glaubt, dass man den Sound, den man eigentlich von diesem Schlagzeug haben will, den kann man mit normalen Raummikrofonen gar nicht so einfangen. Also das ist nicht die Ästhetik, die man haben möchte. Und dann sage ich mir in dem Moment, wenn das ohnehin so ist, dann suche ich mir eigentlich die Methode, mit der das einfacher geht, als diese Methode dann mit diesem multimikrofonierten Schlagzeug zu versuchen, dann nachher mit Triggern und all diesen Sachen. Das habe ich früher natürlich auch alles gemacht. Früher, also in den 80er Jahren, sowas, war das alles noch viel, viel schlimmer, weil diese ganzen Triggergeräte natürlich auch noch höhere Latenzen hatten, als sie die heute hatten. Und du hast eigentlich fast immer irgendwann zwischendurch wieder Schläge gehabt, wo dann das Triggersignal wie so ein Flam halt immer klang zu dem normalen Snare- oder Kickdrum-Schlag. Von daher, ich sag das mal so als provokante These, wenn ich nicht will, dass das Schlagzeug so klingt, wie es da klingt in dem Raum, dann mache ich auch gar keine Live-Schlagzeugaufnahme. Da sprichst du jetzt mal eine ganz interessante Sache an. Da hatte ich im Vorgespräch mit Non-Eric drüber gesprochen. Non-Eric sagte, woher weiß denn der Algorithmus bei einem Anschlag, wo wirklich der, wo die Snare wirklich drauf ist. Weil wenn man sich so eine Wellenform anguckt, die hat ja diesen Einschwinger und dann gibt es vielleicht so einen ganz lauten Ausschlag. Aber man muss ja dem Algorithmus vertrauen, dass er weiß, das ist jetzt richtig der da muss ich jetzt die Snare hinschieben. Und also Non-Eric war der Meinung, dass es da eben keine hundertprozentig mathematische richtige Herangehensweise gibt, weil jeder Snare-Schlag dann doch anders ist und man muss dem Algorithmus vertrauen. Simon, hast du so Erfahrungen gemacht, dass es nach dem Quantisieren irgendwie doch nicht richtig klang? Ja, also das kommt schon auch mal vor, je nachdem, wie das Sample auch geschnitten ist. Glücklicherweise jetzt in der modernen Musikproduktion mit den letzten Updates auch, jetzt bei Superior Drummer zum Beispiel, da kann man jetzt, also speziell bei der Software, dann auch die Samples entsprechend matchen, dass die dann mit einem Algorithmus, vermute ich mal, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, dass die zum Rest vom Drumkit entsprechend angepasst werden. Aber ansonsten fängt es ja schon bei der Aufnahme an, wenn man da jetzt ein akustisches Sample hat, dass das dann vom Trigger, wie er angesprochen wird, also der Transient, dass der zu den anderen Elementen dann entsprechend auch passt und dass halt kein Flamming entsteht. Und da ist das Quantisieren vielleicht dann doch nochmal eine Spur treffsicherer im Vergleich zum reinen Schneiden. Wenn man jetzt ein, zwei Takte, einen guten Take hatte und man schnippelt den dann entsprechend zurecht, da klingt es halt dann oft auch sehr statisch, so dass ein bisschen die Abwechslung vielleicht fehlt. Also ich denke, es ist so ein bisschen die Kombination aus beidem, dass sowohl mal geschnitten wird, auch was jetzt so den Ausklang vielleicht von Becken angeht, als auch quantisiert wird, dass man das einfach entsprechend matchen kann, weil nur Crossfades am Ende sind es dann halt doch nicht irgendwo, je nachdem, wenn es charakteristische Beckenschläge jetzt in dem Fall sind oder auch Bassdrum-Schläge oder Bassdrum und Tom mal zusammen. Ne? Ich meine, wir sprechen ja jetzt hier auch ausschließlich für das Schlagzeug, das sind ja alles perkussive Signale. Ich denke, bei Vocals und Gitarren, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da groß am Quantisieren seid, bei jetzt zum Beispiel Gitarren in irgendeiner Form. Klar, vielleicht bei einem Rhythmus, also wenn jetzt mal eine leere E-Seite
bei einem Hardrock-Song mal ein bisschen länger gespielt wird, kann man, denke ich, schon mal hier und da drüber nachdenken. Aber jetzt wirklich mal so ein Flamenco-Lick oder sowas, das sehe ich jetzt die Quantisierung eigentlich nicht unbedingt an erster Stelle. Wobei ich das jetzt auch in der Form noch nie ausprobiert habe, was das angeht. Wie sind da so eure Erfahrungswerte, wenn ich einfach mal in die Runde frage? Um nicht nur von den Drums zu sprechen. Also bei Gitarren ist es so, dass man da auch vorsichtig sein muss. Wenn ich dann mal so eine Achtel Wolfgang Petri-Geschichten habe, links, rechts. Wenn man die quantisiert, geht auch der Stereo-Eindruck verloren. Weil der Stereo-Eindruck ja gerade dadurch entsteht, dass etwas nicht gleichzeitig kommt, sondern leicht versetzt. Und dann merken wir, ah, guck mal, da ist links und rechts eine Gitarre. Wenn die wirklich aufeinander sind, haben wir Big Mono sozusagen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Und bei einer stark verzerrten Gitarre gibt es auch keine sichtbaren Transienten mehr. Da gibt man sich dann vielleicht noch das DI-Signal, wenn man das hat. Aber was ich zum Beispiel viel mache bei diesen Rammstein-ähnlichen Geschichten, ist die Gitarre schon so zu lassen, wie sie ist, aber diese Pausen wirklich haargenau im Grid rauszuschneiden. Also ba da 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 da. Und wenn man das macht, sind auch Gitarren, die nicht so ganz tight gespielt sind, werden die dann dadurch tighter, weil die gleichzeitig aufhören. Weil ja. Timing heißt ja nicht nur gleichzeitig anfangen, sondern auch richtig aufhören. Und da sieht man dann oft bei den Gitarren und beim Bass, wenn die schlecht gespielt haben, dass die dann, der Bass wubbert noch ein bisschen weiter oder die Gitarren. Und wenn man da Klarheit schafft, bringt das schon einiges. Genau. Oder Fabian, Gitarren schneiden. Ich habe jetzt ein ganz interessantes Projekt. Ich habe ein Hip-Hop-Projekt, was ich mit echten Instrumenten umsetze. Wobei bei der programmierte Beat noch mit drin läuft und dann haben wir noch ein programmiertes Piano, noch eine Moog und ein paar Synths dabei. Und jetzt habe ich angefangen, echte Streicher aufzunehmen, echte Bläser aufzunehmen und noch eine Gitarre einzuspielen. Und ich kann natürlich nicht alle Instrumente selber spielen, darum habe ich da meine Leute und ich habe die gebeten, es nicht zu perfekt zu machen. Weil die echten Drums, der Beat, die Moog, Piano und so weiter und so fort, ist alles so hundertprozentig. Und um es ein bisschen interessanter zu machen, damit man auch nicht irgendwie dabei einschläft, wollte ich halt dann die Bläser, die Gitarren und die Streicher nicht ganz so tight haben. Also schon, dass wenn sie beginnen in der Hook, dass es zusammen anfängt, aber dann darf das ruhig ein bisschen schwimmen. Und ich finde, es macht super, super viel aus. Ich musste dann sogar noch, weil ich einen befreundeten Gitarristen fragte, ob er mir die Gitarre einspielen kann. Das war mir schon zu perfekt und habe das ich nochmal gemacht und ich kann eigentlich nicht Gitarre spielen, aber es war dann genau das, was ich wollte. Es war halt nicht hundertprozentig und es machte den Song dann oder es macht den Song dann auch sehr oder mehr eher wärmer, würde ich schon fast sagen. Irgendwie menschlicher. Ja. Aber Bläsern brauchst du nicht sagen, dass sie richtig nicht ganz richtig spielen sollen. Das hätte ich für Gitarristen aber auch gesagt, Benjamin. Das hätte ich für Gitarristen aber genauso gesagt. Das sagst du jetzt, du meinst als Gitarrist. Ja, es hat schon seinen Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmusgitarrist bin, 2, 3, 4, sage ich dazu. Ja. Das ist doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die drei Lügen des Gitarristen waren doch, ich habe mich schon leiser gedreht, ich spiele halt kein Solo, natürlich kann ich Noten lesen und meine Freundin könnte bei uns singen. Das sind, glaube ich, die klassischen Gitarristensprüche. Und der letzte Spruch des Schlagzeugers ist, ich habe einen Song geschrieben. So, sind wir schon beim Musikerwitzen angekommen. Obwohl ja hier gerade vier Schlagzeuger sind, glaube ich. Oder? Benni, du kommst ja eigentlich auch vom Schlagzeug. Ich bin, also mein Vater ist Schlagzeuglehrer gewesen und ich hatte Nebenfach Schlagzeug, genau. Und da will ich auch noch mal kurz auf dieses Quantisierungsding drauf zurückkommen, weil ich bei vielen Bands, wo viele Breaks drin sind, ist das gar nicht so einfach, weil man kann diesen Grid oder der Quantisierung nur sagen, er soll auf Achtel oder auf Sechzehntel oder auf Sechzehntel Triolen oder auf Viertel quantisieren. Und
wenn man in den Toms plötzlich einen Sextolen-Fill hat, also du, gaff, dügge, 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 du, dann muss man natürlich für dieses Fill, entweder man lässt es unquantisiert, also man muss dann den Bereich ausschneiden und den dann aussparen, oder die Quantisierung für diesen Part dann anpassen. Und das, aber Benjamin, das macht man noch anders. Ja. Das machen wir, also ich sag mal, bei mir zum Beispiel, weil ich ja jetzt wirklich immer eigentlich Drums elektronisch einspiele. Also ich gehe ja jetzt nicht einfach ran, spiele das durch und sage dann halt so, einmal 16. durch, passt schon. Das nicht, sondern eben halt, du musst natürlich schon genau gucken. Aber ich bin natürlich, sag mal, im Vergleich dazu, wenn ich es halt auf einer Keyboard-Tastatur spielen würde und mir die Finger brechen würde bei irgendwelchen Fills, ich bin natürlich schon dann relativ nah an dem dran, was ich eigentlich genau hören will. Aber trotzdem wird da sozusagen, also ich verabschiede mich von jeder Note einzeln eigentlich. Also ob das jetzt, ob die jetzt quantisiert wird, ob die irgendwo hingerückt wird oder ob die so bleibt, wie ich sie gespielt habe. Also das Globale halt einfach mal irgendwie für diese, für diesen Abschnitt, für diese Region oder Clip oder wie man es auch immer nennt in der jeweiligen DAW, halt einfach irgendwie ein Quantisierungsraster einzustellen, das ist echt, sag ich mal, vielleicht in vielen Dance-Music-Stilen oder so möglich, aber würde ich mal sagen, bei aller anderen Musik eigentlich nicht. Naja, ich hab das bei Metal-Produktionen im Grunde so gemacht. Also, dass ich mir das durchgehört habe und geguckt habe, okay, da sind jetzt 6 Tolen, habe das in Parts geschnitten und dann bin ich partweise durchgegangen. Und man muss ja auch wissen, er kann ja nicht alles quantisieren. Und zwar durch die Phasengenauigkeit, von der du schon gesprochen hast, Marc. Das heißt, die Snare ist mit auf dem Hi-Hat-Mikro. Und wenn ich jetzt sage, er soll priorisierend Snare und Bass, die sollen immer auf dem Grid sein, dann kann man bei Cubase zum Beispiel einstellen, Hi-Hat soll nur 2 Sterne von 5 haben, Snare und Kick 5 und Toms 4. Und dann weiß er, okay, wonach muss er jetzt gehen? Und wenn man ein quantisiertes Schlagzeug dann groß zieht, sieht man, natürlich kann er nicht jedes Hi-Hat auf den Grid schieben und gleichzeitig jedes Snare, weil dann würden es überall Übersprecher geben und dann würden kleine Überschwinger plötzlich auf der Hi-Hat sein von der Snare und so weiter. Deswegen gibt es immer noch, auch bei einem komplett auf dem Grid quantisierten Schlagzeug, ein Unterschied zum programmierten Schlagzeug. Ja. Oder was meinst du, Fabian? Oder liege ich da falsch? Ich bin da bei dir. Sagen wir so, ich selber habe mit Programmieren von Schlagzeugen relativ wenig Erfahrung, aber ich höre sie natürlich. Wenn das jetzt von einem Meister echt gut gemacht wird, dann würde ich sogar sagen, es würde mir schwerfallen, es rauszuhören, aber zu 99% höre ich es. Und das sagt ja schon, dass es einen Unterschied gibt zu gespielten Drums. Ja. Wobei, wir waren da vorhin nochmal beim Thema bei Simon, wegen Drums quasi getrennt aufnehmen. Ich kenne das anders, Simon. Ich hatte eine Produktion gehabt, auch mit Schumann, wo wir einen programmierten Beat bekommen haben, also Kick und Snare und Toms, weil gesagt wurde, das wird sowieso nachher ein Sample und mein Drummer musste daraufhin die Becken einspielen. Und das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wobei der Drummer sich niemals in den Song so reinversetzen kann, als wäre es jetzt ein komplett gespielter Song. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, also, das. Simon? Das sorry. Macht. Ja, das macht, denke ich, so auch Sinn. Ich meine, man kann sich vielleicht noch ein bisschen zu helfen wissen, indem man vielleicht kleine lautlose Kissen oder sowas positioniert. Da hat halt jeder so ein bisschen seinen Workflow. Aber so macht es auf jeden Fall Sinn, würde ich so auch unterstreichen. Dass man da einfach von vornherein weiß, was man will. Da wären wir auch wieder bei Marc mit diesen, wenn man eh schon weiß, dass das Samples werden oder Trigger sind, kann ich es ja eigentlich auch gleich lassen mit dem echten Einspielen. Schau dann vielleicht nur noch nach dem Blech, nach den Becken, dass man da ein bisschen Natürlichkeit noch auf jeden Fall hat. Durchaus legitim. Ich kenne das von genau, Metal-Produktion. Das ist das einzige echte Schlagzeuginstrument, das ich noch habe. Ich habe noch eine echte Hi-Hat hier bei mir im Studio, die zwar auch immer seltener zum Einsatz kommt,
Aber manchmal gibt es doch Sachen, wo ich halt sagen würde, es ist halt mit dem elektronischen Schlagzeug mit der Hi-Hat mir nicht sozusagen nicht realistisch genug. Und dann spiele ich manchmal nochmal echt Hi-Hat ein im Aufnahmeraum. Also alles andere. Ja, ich habe eine Snare zum Beispiel da, um halt diese ganzen, was man ja auch im Pop manchmal hat, so dieses wenn man sowas, das lässt sich ganz schwer programmieren. Also es sei denn, man hat wirklich irgendeinen Loop, aber das Loop ist ja dann sehr statisch und so kann man dann so ein bisschen die Akzente des Songs mitnehmen. Das ist eigentlich auch immer eine ganz, ganz schöne Variante. Und ja, abschließend vielleicht nochmal zu sagen, ich habe mir gestern nochmal dieses YouTube-Video von Metallica, das heißt One and a Half Year in the Life of Metallica, angeschaut. Da geht es um die Aufnahme vom Black Album. Und die waren wirklich viele, viele Monate im Studio. Und die haben all das berücksichtigt, was Marc auch gesagt hat. Also die haben alle zusammen im Raum aufgenommen, um den Schlagzeuger zu unterstützen, Lars Ulrich. Und Lars Ulrich ist kein besonders super geiler Drummer, muss man so sagen. Aber der Bob Rock hat es wirklich geschafft, mit natürlich enorm viel Zeit und Geld. Und damals waren es sogar noch Bandmaschinen. Die haben dann 20 Takes gemacht von jedem Stück. Und der Lars Ulrich, der Schlagzeuger, ist dann mit dem Cutter, mit dem Editor, in den Raum gegangen. Und der hat dann aus den 20, also die haben sich alle 20 Takes angehört, sich gesagt, wo ist es am geilsten. Und der Cutter hat es händisch, hat das Band geschnitten. Und dadurch ist diese Aufnahme, das Black Album von Metallica, das ist eine absolute Referenz, das sollten sich auch Hip-Hopper anhören oder Popper. Also da ist wirklich jeder Schlag nicht perfekt auf dem Grid, überhaupt nicht, sondern das hat einen guten Flow. Aber die haben es wirklich geschafft, die haben wirklich dadurch, natürlich durch Tricks, die damals möglich waren, 1990, das absolute Maximum rauszuholen. Und die haben auch, also da sieht man die ganzen Tricks. Also die haben Tambourinen über Snare-Schläge gedoppelt, die haben verschiedenartige Gitarren gedoppelt, die haben Winchester-Laden irgendwie als einen Sound dazu gefahren. Und es hat ewig gedauert, zwar sauteuer, aber es ist eins der bestverkauftesten Alben der Welt. Und da hat sich das wirklich gelohnt. Und heute ist das Ganze kaum noch möglich, weil die Budgets so klein sind. Und da, das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal so ein kleines Thema. Es muss schnell gehen und es soll aber so klingen wie Limp Bizkit. Was sind da vielleicht abschließend mal von jedem die abstrusesten Vorstellungen von Bands oder Einzelkünstlern, die an euch herangetragen wurden? Fabian, erzähl du mal, was... Gab es da schon mal so Leute für 200 Euro, bitte einmal Michael Jackson nachmachen? Besser. Das ist auch gar nicht so lange her, da schrieb mich eine Band an, die ich über einen Band-Contest her kannte. Und ich denen damals auch schon sagte, hey, wenn ihr mal kommt und irgendwie ein paar Songs machen wollt, ich mache euch einen super Preis. Die schrieben mich an und sagten, ja, wir wollen so fünf Songs machen und bei dir, The Recording, Editing, Mixing, Mastering, das komplette Paket. Was würdest du denn dafür nehmen? Und ich habe dann einen Preis genannt, der so gerade mal vierstellig war. Und das heißt eigentlich für mich, ich arbeite schon unter Mindestlohn, weil ich muss es halt recorden, editieren, ich muss es mischen, ich muss es mastern. Das dauert alles. Und dann sind die Jungs wahrscheinlich auch nicht die Teilesten. Daraufhin kam keine Antwort und einen Tag später haben die dieselbe Anfrage, die sie an mich geschickt haben, bei Facebook in eine Musikergruppe geschrieben. Das heißt, diese Band war nicht mal mehr bereit, mir den Mindestlohn zu bezahlen und dafür eine geile LP zu bekommen. Oder ja. Traurig. Und dann gibt's, also ich bin glaube ich auch in dieser Facebook-Gruppe Berliner Musiker oder wie sie heißt. Und da gibt es dann teilweise auch so Leute, die dann wirklich sagen, ja, ich biete euch an, Song bei mir aufnehmen und mischen für 80 Euro oder so. Genau. Pro Song. Ja. Wo ich dann sage, okay,
dann hast du höchstwahrscheinlich Geld geerbt und es macht dir Spaß, da was zu machen. Simon, du erlebst ja bestimmt auch von den Schülern einige Falschvorstellungen, wie sagt man, Shit in, Shit out, sagt der Amerikaner, oder ein Mischpult ist kein Klärwerk. Was sind da deine Erfahrungen von falschen Vorstellungen? Ja, also ich denke, so Selbstüberschätzung, dass man seine eigenen Grenzen nicht kennt und Wunder weiß, was erwartet, das ist schon irgendwo mit weit vorne dabei, sowohl aus finanzieller, wobei eher noch aus wirklich musikalisch-technischer Hinsicht, dass man einfach denkt, ja, wunderbar, wie es im Proberaum klingt, das kriegen wir im Studio dann auch wirklich hin, weil gerade wenn es dann wirklich mal an Aufnahmen geht, also ich spreche jetzt nicht von Drum Programming, wobei es dann bei vielen doch drauf hinausgelaufen ist, aber gerade was so die musikalische Darbietung angeht, wenn man dann wirklich mal alleine isoliert, da merkt man dann oft, aha, okay, ja, hier kriege ich es vielleicht doch nicht so ganz hin, oder beim Proben lief das ja immer gut, haja, weil halt niemand zugehört hat oder keine Ahnung, ne? Und da muss man dann halt eher so ein bisschen diese Schadensbegrenzung machen, wo das Quantisieren, um da nochmal aufs Thema zurückzukommen, schon auch wirklich hilfreich sein kann für schnelles, effektives Arbeiten. Da wären wir ja wieder bei der Kohle letztendlich. Wenn es dann halt mal auch schnell fertig sein soll, man wirklich ein geringes Zeitfenster hat, um noch im Budget irgendwie zu bleiben, da kann man halt oft auch gar nicht so arg viel ausprobieren, wie jetzt hier Metallica, Black Album, Referenzsound oder Queensryche Empire oder auch von den neueren Sachen, letzte Kornplatte oder auch Steven Wilson von mir aus wieder, ne? Das sind ja alles Sachen, klar, das sind geile Musiker am Start oder halt auch weniger geile Musiker am Start, aber viel Zeit und Geld am Start, dass man einfach viel ausprobieren kann. Und die hat man ja heute, also wer hatten das eigentlich noch, ne? Dass man da wirklich auch experimentieren lassen kann, dass ein Song noch im Studio geschrieben wird oder die Platte im Studio beendet wird, wie es früher oft der Fall war. Und das ist ja alles irgendwie zu Illusionen geworden, was schade ist, weil ich finde, da leidet die Musik irgendwie drunter, dass man mal wirklich experimentell ausprobiert, nicht immer nur auf Sample-Basis und hier noch der Layer dazu und der Layer, oh, 30 Gitarrenspuren am Ende und wunderbar. Das ist ja schon alles schön und gut, aber man kann sich's halt schnell auch einfach machen, ne? Auch beim Thema Modeling-Amps natürlich, Kemper, XFX, und das ist ja wirklich alles richtig cooles Zeug. Und aber ja, also einfach so ein bisschen diese Grundessenz des Musizierens und dann dieses Event einzufangen und gemeinsam kreativ was entstehen zu lassen, das bleibt einfach oft ein bisschen auf der Strecke. Das finde ich persönlich sehr schade, aber man muss natürlich auch auf den Geldbeutel schauen. Und aber da gibt es wirklich die abstrusesten Stories, wo ich jetzt weniger welche erzählen möchte. Die kennt ja jeder irgendwie aus der Szene, ne? Ist ja fast ein wunderbares Schlusswort gewesen. Marc, erzähl du noch mal vielleicht auch aus früheren Tagen, wo einfach der Auftraggeber überhaupt nicht sich vorstellen konnte, dass das, was er meint, machen zu wollen, zu dem Budget oder überhaupt mit den Fähigkeiten, die er hat, mit dem, was er sich vorstellt, nicht in Einklang zu bringen ist. Ja, ich habe mal, als ich angefangen habe, das Studio zu betreiben hier in Hamburg, da habe ich auch mal so in Stadtmagazinen und so, die damals noch was galten, halt irgendwie so Anzeigen geschaltet und, sag mal, mehr oder weniger Amateurbands eingeladen, halt irgendwie zu mir ins Studio zu kommen und dann am Wochenende irgendwie für einen einigermaßen günstigen Kurs da aufnehmen zu können. Das habe ich mir ganz, ganz schnell wieder abgewöhnt, weil ich festgestellt habe, dass es für mich die Höchststrafe ist. Also wenn du selber Musiker bist und dich dann quasi als Toningenieur zur Verfügung stellst und du musst dann Leuten ein ganzes Wochenende lang dabei zuhören, wie sie üben und eigentlich das letztendlich auch nicht wirklich hinkriegen, was sie halt hinkriegen wollen. Das war wirklich eine sehr prägende Erfahrung. Die hatte ich vorher so noch nicht gemacht, weil ich eigentlich mit solchen Leuten vorher auch noch nie zusammen Musik gemacht hatte. Aber das irgendwie offensichtlich, solche Einführungsangebote locken dann halt einfach auch genau die falschen Leute an. Und da habe ich halt vor allen Dingen auch noch eine andere Sache nebenbei gelernt, außer dass mir das halt zu anstrengend ist, bei sowas halt zuzuhören.
dass halt einfach, wenn ein Song einfach auch ganz schlecht arrangiert ist, dann ist es auch sowieso egal. Also, ich sag mal, gut, dann spielen die Musiker natürlich halt auch noch relativ mittelmäßig, aber dann bist du halt einfach verloren. Dann kannst du sowieso, dann kannst du nichts machen. Also die Schadensbegrenzung, die dann noch möglich ist, ist im Verhältnis von dem Zeitaufwand, den man dafür betreiben muss, zu dem, was man am Ende als Ergebnis hinkriegt, das lohnt sich in aller Regel überhaupt nicht. Also das habe ich damals schon, das ist über 20 Jahre her. Aber ich muss dazu sagen, wir haben ja damals, als wir 14 waren, haben wir unser erstes Demo aufgenommen, damals mit Execution, unsere Death Metal Band. Und wir sind damals ins, wir waren das damals. Die Amateure. Nee, wir sind damals in Quakenbrück ins Rapid Up Studio gegangen und haben dann 3 Tage Studio eingekauft, 2500 D-Mark, glaube ich. Und das Coole war wirklich, also 4 Songs, erster Tag aufnehmen, zweiter Tag Gesang und mischen, dritter Tag mischen und mastern auf DAT. Und wir sind dann mit einer Kassette, also wir sind dann mit einem DAT-Tape, aber auch mit schon den ersten Überspielungen auf Kassette dann da rausgegangen. Und wir waren bestimmt nicht die Geilsten, also überhaupt nicht. Aber man muss natürlich irgendwie diese Möglichkeit Studioerfahrung, das war schon toll. Und danach weiß man, okay, was macht man nächstes Mal wie besser? Und heute, ja, diese gemeinschaftliche Erfahrung gibt es ja kaum noch. Also das ist ja dann eher so, ja, der Keyboarder, der hat einen Computer und lass uns mal Schlagzeug im Proberaum aufnehmen und der Gitarrist nimmt dann bei sich auf. Und das ist halt auch so ein Nachteil der neuen Technologie, dass dieses Erlebnis, zusammen Musik zu machen, so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und das kann ein Nachteil sein, aber ich finde, dass das auch ein Vorteil sein kann, weil du natürlich auch nicht den Stress bei den Leuten hast. Also ich sag mal, wenn du da im Studio bist und du hast halt einfach nur begrenzte Zeit, dann kommt eben halt die Nervosität bei den Leuten dazu, dass sie versuchen wollen, eine Performance hinzubringen und dann klappt das halt doch nicht so. Wenn du wirklich, also ich, mein Tipp an so Bands, die von mir jetzt zum Beispiel möchten, dass ich ihnen da nachher irgendwas zusammenmische am Ende, ist eigentlich, dass ich sage, geht in irgendeinen vernünftigen Raum, wo man das Schlagzeug aufnehmen kann. Das kann halt irgendein Studio sein, das kann halt auch euer Proberaum sein, wenn man den irgendwie entsprechend ausstatten kann, dass halt das Schlagzeug nicht irgendwie klingt wie aus der Mülltonne. Und dann kann theoretisch jeder von den anderen Musikern in Ruhe zu Hause, also ohne, dass er den Stress hat, dass er jetzt schnell fertig werden muss, seine Parts overdubben. Und man nimmt nachher nochmal, ich würde dann sagen häufig, dass der Gesang wahrscheinlich auch besser nochmal irgendwo in einem Studio aufgenommen wird oder zumindest in irgendeinem Raum, der so ein bisschen dafür hergerichtet ist, dass man dann eine gute Gesangsaufnahme machen kann. Und dann kann man das nachher mischen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall, wenn es für die Leute geht, wenn die als Band sonst ja häufig proben, irgendwie gemeinsam, dann haben sie ja nicht dieses Problem, dass ihnen das gemeinsame Musizieren fehlt. Also das kann funktionieren, wenn man halt so eine Budgetproduktion machen will, also wo man möglichst wenig Geld an Dritte abgeben will. Wir hatten damals im Nebenproberaum in Hannover eine Band, die spielten immer nur einen Song und dann war lange Zeit Ruhe und dann wurde die zweite Bierkiste geholt und dann wurde der Song nochmal gespielt, noch etwas schlechter als am Anfang und dann war die Probe vorbei. Also damit will ich sagen, Musik hat natürlich auch diesen gesellschaftlichen Aspekt und diesen Hobby-Aspekt. Aber dann braucht man sich natürlich nicht wundern, dass die Musik dann im Studio nicht so klingt, wie man denkt, dass sie klingt. Wir sind zeitlich sehr fortgeschritten. Ich denke, wir haben alle Aspekte angeschnitten und auch behandelt und diskutiert. Falls die Community da noch Fragen hat oder irgendwie seid ihr dazu eingeladen, fair und nett zu kommunizieren. Und möchte mich bei meinen Gästen heute bedanken, bei Fabian Jung von Brickwave Music, bei Simon Götz und bei Marc Siebert aus Hamburg. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war Musotalk. Bis bald.